Willkommen auf den Straßen von Berlin. Zwischen Hochhäuser, Ratten und Benzin. Hattest du einen unverschuldeten Unfall, dann abzuklemmen plus. Ene mine Mopel, wer frisst Popel? Ich würde mal sagen, der Typ hinter unserem Einsender. Ene mine Mac, gleich sind sie alle weg. Und damit herzlich willkommen zu Folge 88 auf diesem Kanal. Aber wir sind hier noch nicht fertig mit Mobbing, also geht's direkt weiter. Guckt mal, ein Fiat Multipla, boah, ist der hässlich. Mit dem will doch keiner was zu tun haben. Los, geh weg. Na toll, jetzt haben wir ihn traurig gemacht und jetzt haut er ab. Und als Souvenir für diese wunderbare Mobbing-Erfahrung bekommt er eventuell auch noch ein Blitzerfoto gratis dazu. Tja, vergiss es. Nein, scheiß drauf. In Yo, locker über Hohn, Alter. Aber wie bei deren Mann wird Holly kein Blatt vor den Mund nehmen. Und noch einer, was ist denn mit euch? Vorhin wollte ich Ihnen einen Witz erzählen, den ich mir ausgedacht habe. Eine frisch gebackene Millionärin kommt in eine Bar. Mau, also, halt denn. What the fuck? Emily hebt die Waffe und drückt ab. Obgleich es ein Revolver mit relativ kleinem Kaliber ist, hallt der Schuss ohrenbetäubend durch den Keller. Ein Funke springt von einem der selbst zusammengeschweißten Gitterstäbe weg. Wo fährst du denn hin? Holly hat auf YouTube ein Video gefunden und die Anweisungen mit ausgezeichneten Resultaten befolgt. Was? Holly sieht, wie über der blauen Campingtoilette ein Betonsplitter in die Höhe fliegt. Ain't no way. Ain't no fucking way. No kind of play. We didn't kind of play. Tja, wenn nicht mal die Polizei das mit dem Warten richtig hinbekommt, ist das ja kein Wunder, dass in Berlin die Ampeln eher als Deko angesehen werden. Und schon wieder, bleib doch mal stehen da vorne. Wenn die Ampel links grün wird, dann darfst du fahren. Okay. Der fährt einfach bei Rot. Ja. Keine Ahnung, auf welche Ampel der Typ da geguckt hat, aber grün war da jedenfalls keine. Und der Opel in diesem Clip hier identifiziert sich scheinbar als Fahrrad. Und an dieser Stelle würde mich jetzt mal interessieren, ob die grüne rechtsabbiege Ampel auch für das Fahrrad gilt oder ob der über Rot gefahren ist. Und über Rot. Das tust du jetzt und alles andere. Ich hab keinen Plattenfahren, das ist ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist auch gesund so. Ich kann dich retten. Deine eigenen Leute haben dich verraten. Hörst du mir zu? Ein Röcheln. Alter! Hier haben wir gleich eine perfekte Fahrschulsituation. Merkt euch mal das Kind auf dem Fahrrad auf der rechten Seite. Puh, das war knapp. Tante Emma, ey, ehrlich! Jetzt links abbiegen, dann erreichen Sie Ihr Ziel. Das ist eine Spielstraße, da müssen Sie langsam fahren. Ja, es ist ein verkehrsberuhigter Bereich, bevor hier irgendjemand wieder ein Herzkasper bekommt. Auf dem Fahrradweg steht übrigens ganz klar ein Vorfahrtgewehrenschild. Mann, du dummes Stück Scheiße, Alter. Und hier direkt derselbe Kreisverkehr nochmal. Da hinten im Pixelbrei hat das Fahrrad schon dem ersten Auto die Vorfahrt genommen, aber den sehen wir gleich nochmal wieder. Mann, du bist so behindert, Alter. Stück Scheiße, Alter. Aber einige Fahrradfahrer fahren ja sowieso, wie sie wollen. Das ist das Problem, dass es unfreundlich sein muss. Also das heißt, wir müssen uns schon sehr reinzwängen. Wahrscheinlich passen wir auf das maximal. Mann, denkst du, hier fährt auch noch ein Fahrrad um. Alter, was ist denn hier los? Eher groß oder eher klein?
Das Fahrrad, was da von rechts kommt, ist gerade ganz entspannt über Rot gefahren. Und jetzt kommt er auch noch auf die geniale Idee, sich zwischen der Straßenbahn und den geparkten Autos durchquetschen zu wollen. Und das wird dann natürlich irgendwann mal eng. Dann muss natürlich noch die Straßenbahn für den Idioten bremsen. Du bist ein richtiger Idiot. Ein richtiger Klops bist du, ey. Alter! Sascha Taxi hat den Fahrradfahrer dann später auch nochmal angesprochen und gefragt, warum er in der Situation überholt hat. Und seine Antwort war, weil Sascha so beschissen überholt hat. Ah ja. Und auch hier haben wir ein Fahrrad, was in einer unklaren Situation unbedingt überholen muss. Und der Autofahrer dahinter macht den Blödsinn natürlich sofort nach. Vor dem Start, ja. Also sollten wir noch eben auf der, auf der Landebahn vom Abflug. Richtig schlau. Richtig schlau. Alter, wie blöd kann man denn sein? Hauptsache, du bist vorbei, wa? Eine Frau neben mir, die irgendwie zwei Kinder noch rechts hatte. Das trifft auf den Fahrer des roten Renault Clio in diesem Clip wohl auch zu. Gina steht da ja bestimmt einfach nur zum Spaß rum. Und wer andere Leute aus Straßen rauslässt, ist ja sowieso doof. Boah, kotzen mich solche Leute an. Und hier genau das gleiche, nicht sehen können, aber erstmal dran vorbeifahren. Ist doch scheißegal, ob da Gegenverkehr kommt, im Zweifel wird er schon für mich bremsen. Schade eigentlich, dass der Vito da nicht den Weg der Schande antreten musste. Hätte ich ihm voll gegönnt. Aber leider kommen die Leute viel zu oft mit so einem Mist durch. Und hier haben wir so eine Situation mal aus der Perspektive des Gegenverkehrs. Mann, ey. Spasten, Alter. Und hier wird's jetzt ein kleines bisschen enger, weil der Mercedes der Meinung ist, dass er nicht vor der Engstelle warten muss. Hat ja alles gepasst, Gina musste ja nur auf den Seitenstreifen ausweichen. Und auch hier wird das mit dem Vorrang nicht ganz so eng genommen. Auf der Tesla-Kamera sieht das Ganze übrigens immer etwas weniger eng aus, als es eigentlich war. Und der Typ hier schießt ganz entspannt in einem Zug über die komplette Kreuzung. Der hat echt Glück gehabt, dass er auf der anderen Seite nicht noch für irgendeinen Fußgänger bremsen musste. Tim hob die beschriftete Metallscheibe hoch. Die bringe ich euch zurück. Ja, ne? Da stehst du jetzt scheiße. Steuermann schüttelte langsam. Hey, Junge! So ein Ei auf dem Kopf? Die Leute haben aber auch immer alle Zeit der Welt, nachdem sie haben die Vorfahrt genommen haben. Und der Mercedes hier muss Gina doch gesehen haben. Ich meine, da war ja alles frei. Der Outsider hat ihn hergeschickt. Keine Ahnung, wie ihm das gelungen ist. Ich dachte, er hat da drin vielleicht den Schlüssel vergessen, aber da haben wir kein Glück. Der nächste, der mir fast ins Auto fährt, hier. Und der Kollege hier ist auch eher von der spontanen Sorte. Ja.
Wie bitte? Was soll denn das? Ich wollte hier gerade einparken. Ja, woher soll ich das wissen, wenn sie nicht blinken? Und scheinbar wollte sie ja gar nicht in die Lücke, aber wenigstens blinkt sie jetzt. Und direkt die nächste Dame, für die Blinken bei der Parkplatzsuche eher eine untergeordnete Rolle spielt. Revolvermann. Mädel. Ich habe mich überlisten lassen, sagte Roland mit heiserer, zitternder Stimme. Ich habe mich wie ein Kind täuschen lassen. Oh, geh doch! Roland, ja. Nein, steh Fest auf! Gehabt. Das war Detta, die immer nach vorn zu kommen schien, wenn Susanna unter starkem Stress stand. Aber einen legalen Parkplatz zu finden, ist in einigen Ecken von Berlin teilweise echt schwer. Und so kommt es dann manchmal dazu, dass um einige Parkplätze regelrecht gekämpft wird. Was ist denn du? Ach, sie glauben dir? Idiot. Weil es ist aber auch ein aggressives Schwein hier, gell? Ja, hat ja kein Recht auf den Parkplatz. Der hat voll drauf gehalten jetzt. Ja. Aber es gibt auch Menschen, die warten auf Parkplätze, die gar nicht frei werden. Der Transporter da links ist nämlich nicht am Ausparken, sondern hat gerade erst eingeparkt. Das scheint der Audi vor uns aber noch nicht so ganz verstanden zu haben. Auf wie viele Leute willst du warten? Und hinter uns wird natürlich mal wieder jemand ungeduldig und muss in einer sehr unklaren Situation erstmal überholen. Und auch hier geht's jemandem mal wieder nicht schnell genug. Deswegen muss man jetzt über den Fahrradweg überholen und sich noch hinter dem einparkenden Transporter durchquetschen. Der hat genickt und gelächelt und Anteilnahme gezeigt. Und ich glaube, ja, letztlich hat er mir damit schlau, geholfen. Alter. Aber er war einer der Besten von ihm und ist der Wahrheit nicht einmal auf Rufweite nahe gekommen. Oh Gott. Wie die Angst immer weiter wuchs und zu einem riesigen, schwarzen Spukhaus in meinem Kopf geworden ist. Es ist immer noch da. Die Tür steht offen und lädt mich ein, jederzeit mal reinzuschauen. Und ich will nie reinschauen. Wir befragen einen Experten für Schiffssicherheit dazu, Professor Stefan Krüger. Was sagt er zur Behauptung der griechischen Küstenwache, dass sie das Boot mit dem Seil nur stabilisieren wollte? Die Fahrerin war übrigens eine ältere Dame, die gar nicht mitbekommen hat, dass sie gegen das Schild gefahren ist. Als ich ihr das dann gesagt habe, hat sie es mit Humor genommen. Sie meinte, da ist sie aber froh, dass es nur das Schild war und nicht mein Auto. Zum Abschluss des Videos haben wir hier jetzt noch ein älteres Ehepaar, was versucht zu wenden. Allerdings will das irgendwie nicht so ganz klappen. Da ist natürlich auch noch dieser blöde Bordstein, gegen den die mindestens dreimal gegenfahren. Ich glaube, wenn ich irgendwann so fahren würde, würde ich den Führerschein freiwillig abgeben. Und während das Elend jetzt hier im Hintergrund noch weiterläuft, sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch die Folge gefallen hat und falls ja, dann lasst auch gerne ein Like, Kommentar und Abo da. In 2 Wochen ist Weihnachten und ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, euch dann nochmal mit einer Folge zu beschenken. Bis dahin genießt die Vorweihnachtszeit und bis in 2 Wochen. Ciao!